Servus Leute und herzlich willkommen zum Freitagsvlog, zum Wochenendvlog. Ja, wir haben mittlerweile schon wieder Mittwoch. Ist wieder ein wenig Zeit vergangen. Gestern am Dienstag war nicht so viel los, bin von der Arbeit heimgekommen und habe dann die ganzen Eisen für den Mischstreuer geputzt gehabt. Also alles entgratet. Da war ich ja knapp eine Stunde noch drüber. Ja, und der Berg, der liegt jetzt da. So schaut es jetzt aus. Also immer so eine Reihe da, da ist ein Streuarm. Es sind ja insgesamt 3 Streuarme. Bestehen aus 16 Schleuderarmen, die dann ja, quasi so im rechten Winkel am Rohr sitzen und in diese Richtung hier arbeiten. Einmal so und einmal so. So ist die Funktion von denen. Und die sind ja dann rings um die Streuwalze so ein bisschen verteilt in unterschiedlichen Höhen. Und die drehen sich im Kreis und ja, ihr kennt es ja vom Video vom letzten Jahr, ist ja nichts Neues eigentlich. So, also die Dinge sind auf alle Fälle jetzt zugeputzt und entgratet, dass man sich nicht mehr dran reißt. Die waren doch relativ scharfkantig. Jetzt sind sie schon sauber, das passt. Ja, die unteren sind ja ein bisschen spezieller, die sind ja so ein wenig, ja keine Ahnung, wie man die Dinge nennt. Die sind ja wegen so Dreiecke da ausgeschnitten. Die halten ja unten bloß den Unterteil bei den Streuwalzen frei. Ja, die sind auf alle Fälle soweit fertig. Boah, ist mir warm. 33 Grad halt, oder? Ja, und in nächster Instanz geht es jetzt dann da unten ans Rohr schneiden. Beziehungsweise, ich muss jetzt die Streuarm dann erst einmal durchtrennen. Ja, funktioniert ja dann folgendermaßen. Den Führungsbolzen da oben brauche ich. Den muss ich übernehmen. Und unten drin sitzt ein Antriebsvierkant. Den muss ich auch übernehmen. Wie sieht jetzt der Plan aus? Ja, Rohr hier oben abtrennen, in etwa da. Und Rohr hier unten abtrennen, in etwa da. Gucken, wie das Rohr außen ausschaut. Wenn das noch so weit in Ordnung ist, weil an dem kommt ja eigentlich nichts weiter nach. Dann ein wenig abputzen und mit dem neuen Rohr verschweißen, die Arme drauf schweißen. Wenn nicht, war es ein wenig aufwendiger, weil dann muss ich den Führungsbolzen und unten den Vierkant irgendwie rausflexen und muss in dem neuen Rohr wieder verschweißen. Und ja, oben mag es gehen, aber spätestens unten ist das keine schöne Arbeit, weil man halt beschissen nachkommt. Der ist, solange wie der tief ist oder quasi, ist auch dieser Führungsvierkant oder Antriebsvierkant. Und die haben den damals irgendwie sauber verschweißt. Ja, mal gucken. Ja, so schaut auf alle Fälle die alte Streuwalze aus und das machen wir jetzt einmal neu. Und dann hat sich das Ganze, mein Rohr steht ja schon da, habe ich ja hier. Und vom Zerschneiden, da habe ich heute mal mit einem Sanitäle gesprochen gehabt, wie er es machen tät, was er mir rät. Er hat gemeint, einfach ein Blatt Papier nehmen. So ist langsam wieder da. Ums Rohr rumlegen, dass es schön Kanten auf Kanten ist. Und dann anzahnen und mit der Glanflex an der Kanten nicht lang. Irgendwie so. Also quasi ein wenig länger Blatt wie das da, wo es komplett ums Rohr rumlangt. Und dass die Kanten dann schön sauber aufeinander liegen, oben und unten. Und dann einfach mit einem Stift ringsrum gemalt. Und dann kriegt man eine richtig schöne, saubere, gerade Linie hin, hat er gesagt. Ja, und das dann einfach mit der Flexstift sauber abschneiden. Ich meine, wenn es nicht 100% akkurat war, das ist nicht so schlimm, aber ich möchte so nah wie möglich ran. Schauen wir mal. So Leute, mittlerweile haben wir Donnerstag.
Ja, ich stehe jetzt gerade in der Halle, bei Viecher war ich gerade. Ich habe jetzt vor, ich schneide die Streuwalze hier mal in zwei, die alte. Besser gesagt in drei eigentlich, weil ich schneide unten ab und oben ab und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, da liegt sie aktuell noch, so sieht sie noch aus. Und ich habe jetzt, wie gesagt, vor, den Vierkant unten rauszuschneiden, dadurch trenne ich sie hier. Und ich schneide oben weg, trenne ich sie irgendwo hier. So, Pi mal Daumen, der Plan quasi. Und dann sehen wir ja, ob wir mehr Material abtragen oder nicht. Ausgemessen habe ich sie, wie lang sie ist. Also ohne Führungsbolzen oben 88 cm oder 880 mm. Von daher Schutzbrille auf und los geht's. Von die Sanitäler anwenden. Mal gucken, was funktioniert. Ich habe jetzt das erste Rohr drum mal abgetrennt. Also das ist dieser Führungsvierkant hier.
oder Antriebsvierkant. Ja, der ist da innen sauber verschweißt, unten natürlich weniger, oben dafür besser. Ja, und den möchte ich ungern da der komplett rauslösen und ins andere Rohr einschweißen. Zumal ich diese Platte hier auch übernehmen will, bloß die Arme da, die müssen runter. Jetzt weiß ich nicht, Material hätte ich ja genug. Wenn man sich das anguckt, da ist ja genug dran. Das steht noch sauber da. Ja, ist jetzt natürlich doch ein bisschen abgefressen, aber gut, das kriege ich noch glatt poliert, beziehungsweise glatt geschliffen. Das ist kein großes Problem. Die Streuarme waren jetzt eine Menge im Weg, deswegen musste ich vorne umsetzen. Ja, erst einmal probieren, wie man das am besten macht. Also wie gesagt, die 230er wäre wahrscheinlich besser, einen geraden Schnitt durch, aber die alte, die wir haben, die mag ich nicht. Gefällt mir da dafür immer nicht so. Die hat ein wenig arg viel Kraft. Das ist so eine richtige alte Busch Blau. Das Ding hat schon Power. Ich meine, die gänge da durch wie durch Butter, aber... Na. Nimm die Glana, die geht auch, die 125er, die langt mir. Ja. Das ist auf alle Fälle das Unterteil. Und jetzt, weil ich auch mal die Arme oben abflexen. Die sind nämlich im Weg. Und dann schneiden wir das Oberteil noch raus. Und dann habe ich nur noch zwei Streuwalzen, die funktionieren. Anzeichnen vergessen, ist schon klar, ich bin ja dämlich. Naja, Lebonk.
Sauber rund. Dürfte nicht eiern. Normalerweise. Schaut jetzt zwar oberflächlich so ein bisschen schief aus, aber vom Zentrieren her ist die jetzt exakt gerade, wenn ich die aufs Rohr drauf setze. Die müsste super laufen. Das müsste gerade sein. So, wie ich das sehe. Doch, doch, das Rohr müsste gerade laufen. Tja, wofür so eine alte Drehbank doch alles gut ist. Ich würde sagen, wir haben eine Dose. Der Deckel passt exakt.
Ja, wie gesagt, das Ganze kommt dann drüben aufs Rohen, dann ist die Sache optimal. Da kibbelt nichts, das ist alles gerade. Schön sauber zusammen. Perfekt, besser geht's doch nicht. So, eine ganze Zeit lang später. Mittlerweile ist es 8:30. Ja, ich habe jetzt hier den Führungsbolzen oben einmal abgeputzt, den ihr ja vorhin auf der Drehbank habt. Der schaut jetzt so aus. Ja, ich hoffe, die Kamera hat das jetzt mit der Drehbank aufgenommen, weil die hat mir gerade schon wieder irgendwie einen Fehler reingekauft. Ich glaube, es wird Zeit für eine neue. Die alte Hero 3 hier, die löst sich, glaube ich, langsam auf. Die macht mir immer wieder Ärger. Werden wir ja dann sehen beim Schneiden. Ist ja dann gleich soweit. Ja, und den Antriebsvierkant unten hier habe ich auch sauber geputzt. Das Blech hier wieder einigermaßen gerade gebogen. Ich habe kein neues dafür, sonst hätte ich den komplett neu gemacht, aber ja, ich buckel das ein wenig gerade. Im Endeffekt fehlt dem ja nichts, das hat ja nichts, keine Funktion weiter, außer zu verhindern, dass unten sich auf den Vierkant Schnüre oder Dreck drauf wickelt. Das dreht sich ja unten dann mit hier und ja, schmeißt den Dreck ein wenig weg, dass sich das da dann nicht dann auf diese Antriebswelle unten wickelt. Ja, das schaut jetzt auf alle Fälle so aus. Oben auch sauber entgratet und abgeputzt. Da ein bisschen entrostet, wo es gegangen ist. Klar, man könnte jetzt sandstrahlen, wenn man wollte. Ja, das andere Ding habe ich vorhin abgedreht und auch ein wenig entrostet hier. Ja, die alten Eisen, die dran waren, habe ich einfach abgeflext. Die liegen jetzt hier. Das ist das eine davon. Sieht man ja, das ist schon mal eingeschweißt worden hier. War schon mal kaputt, deswegen habe ich die neu gemacht. Das ist das andere, das ist nach unten gebuckelt. Ja, das sind die alten und das sind die schönen neuen. Sieht man schon den Unterschied jetzt. Ich meine, klar, ich habe ein bisschen mehr abgeschnitten. Ja, so sieht das Ganze aus. Und an dem Vierkant, wenn die dann angeschweißt sind, kommt ja eines wieder hier hin und eines wieder hier hin. Ja, dann schaut das Unterteil mal so aus. So zumindest der Plan. Ja, und dann hier die ganzen Streuarme ringsrum und oben drauf sitzt dann wieder der Führungsbolzen. Stellen wir uns eine Streuwalze vor. Ja, geht langsam und bedächtig voran. Hexen kann man halt nicht, geht nicht schneller, aber immerhin. Stückchenweise weiter, das ist doch schon mal was. Die erste ist zerlegt, das ist schon mal Anfang. Kommt natürlich noch mehr Arbeit auf mich zu, das ist mir klar. Alleine dann das Rohr mal schön sauber zu schneiden. Der Idealfall wäre jetzt natürlich das Rohr mitnehmen auf die Baustelle und dann auf diese Rohrschneidmaschine vor die Sanitäler schneiden. Das wäre genial. Aber nee. Das machen wir mal lieber nicht, das kriegen wir mit der Flex auch hin. Und ja, es wird Stück für Stück immer ein bisschen weiter. Tja, morgen soll ich ja dann den in Immenreuth noch mal anrufen mit der Camperfräse. Und ich bin, muss ich ganz ehrlich gestehen, ein bisschen hin und her gerissen. Ich stecke jetzt da Haufen Zeit, Arbeit und auch ein bisschen Geld rein und richte mir jetzt unseren alten Krüger wieder zusammen. Das ist ohne Miststreuer auf dem Hof gewesen, immer schon. Ja, wie gesagt, da investiere ich jetzt ein wenig Zeit und Geduld und richte das Ding eigentlich her. Und bin aber eigentlich auf der anderen Seite am Suchen, ob ich nicht doch einen anderen Miststreuer will. Eigentlich passt es nicht zusammen, da hat sich auch mal vorher schon beschwert. Du weißt nicht, was du willst. Du gibst jetzt da Geld aus und kriegst unten zusammen und dann willst du aber einen anderen haben. Was willst du jetzt eigentlich? Da hättest du gleich einen anderen gekauft. Dann habe ich gesagt, naja, ich würde unten halt dann verkaufen, wenn ich was anderes hätte. Und verkauft kriegst du das Ding eh nicht. Ja, ehrlich gesagt, ich bin mal ein wenig unschlüssig. Weil eigentlich der Krüger, der hat jahrelang seinen Dienst getan, der hat sehr gut funktioniert. Wenn die Streuwalzen gemacht sind, dann ist er eigentlich auch wieder tiptop beieinander. Dann steht er wieder wie eine 1 da.
Die Kratzbodenketten, die sind erst vor ein paar Jahren gemacht worden. Das ist noch nicht so lange her, also eigentlich auch noch neuwertig, die Dinger. Von daher denke ich mir, tust du den dann wirklich weg? Da hast du einen fast neuwertigen Miststreuer, kannst du sagen, der wieder richtig gut dasteht, der von der Substanz auch noch vor die Bretter und allem gut ist, weil der ist jedes Mal nach dem Miststreuen genommen worden, ist von sämtlichsten Schnüren und Dreck befreit worden, ist gründlich gewaschen worden, abtrocknen lassen worden und dann schön mit Öl eingeschmiert bzw. eingeblasen. Wir haben so eine Blaspistolen und das seit Anfang an, und ich meine, man sieht es nicht an, es ist jetzt nicht die größte Rostschüssel überhaupt, wo ist keine Aufschrift mehr, sondern die Bretter und alles, es schaut noch gut aus, es ist noch massiv, es hat noch Substanz. Von daher denke ich mir, sollst du nicht dann wirklich wegtun? Willst du das Ding wirklich dann? Weil es ist ein wenig ein zweischneidiges Schwert. Was mir am Krüger nicht gefällt, ist einfach der hohe Kraftbedarf. Der hat zweimal die Kurbelwelle vom KL300 abgebrochen, weil er so viel Kraft braucht. Ist so, der braucht so viel Kraft. Der hat mir eine schwere Walderscheid-Gelenkwelle in der Mitte verbogen, sodass die jetzt eiert. Wo ich mir dann denke, ja, ist nicht schön. Es kennt was Besseres sein. Andererseits denke ich mir, aber er funktioniert am IHC ganz gut. Er tut seinen Dienst. Ich bin mir nicht sicher, was ich mache. Ich meine, vorne muss ein Schutzgitter drauf, das ist klar, dass er nicht so schmeißt. Ich weiß auch nicht, weil einige geschrieben haben, mit 4 stehender Walzen wäre es besser, ob der Krüger H4 besser wäre. Aber wenn ich mir Videos angucke, wenn ich so stehende Walzen sehe, sind auch nicht alle, die dann gegensätzlich drehen. Sondern ich habe gesehen, die drehen teilweise dann auch alle in eine Richtung. Ob das dann so viel besser ist, ob das mir mehr bringt, ist wirklich so eine Fräse, das was ich mir vorstelle. Ich weiß auch nicht. Die Fräse ist mit Sicherheit ein gutes Teil, auf alle Fälle für Grünland, also spitzenmäßig. Die würde mir ein Problem lösen, auf der Wiese hätte ich dann endlich einmal Dung, und zwar schön dünn. Andererseits, ich müsste halt jetzt wissen, wie läuft der Krüger dann, wenn er jetzt fertig gemacht ist, wenn jetzt alles dann einmal zusammengebaut ist, wenn die ganzen Streuwalzen wieder drauf sind. Vielleicht geht er ja danach. Ich meine, leichtgängiger würde deswegen auf jeden Fall nicht, weil an den Streuwalzen ändert sich ja grundsätzlich nichts. Die bleiben ja, wie sie sind. Es kann sein, dass sie eine ganz minimale Umbuch drin haben. Okay, aber ich sage mal, vom Grundprinzip bleiben sie gleich. Tja, saudumm. Das ist saudumm. Wenn man nicht wüsste. Naja, hilft nichts. Müssen wir probieren, müssen wir gucken. Ich baue den jetzt auf alle Fälle mal zusammen und ich. Blöder Muck. Und ich werde mir wahrscheinlich den in Immenreuther mal anschauen. Ob ich mir dann was anderes kaufe oder nicht. Ich meine, ich kann ja hier an der Stelle nochmal eure Einschätzung einholen. Was meint ihr? Den Krüger richten und mit dem erst einmal dann streuen und schauen, wie er läuft? Oder. Vielleicht doch noch nach was anderem gucken und sich so eine Camperfräse holen, wenn man was Passendes kriegt. Also ich habe auch viele Rezensionen bzw. viele Bewertungen quasi von euch gekriegt. Haben ja genug Leute gesagt, ja, die Camperfräse ist optimal, die streut schön brat und streut sauber. Und optimal für Grünland und mit deinem wenigen Mist ist das das Optimum, was du haben kannst. Muss ich mir denken, da wird natürlich was dran sein. Andererseits denke ich mir dann wieder, was nicht. Naja, mal schauen. Jetzt bauen wir das Ding auf alle Fälle mal zusammen. Ich schaue mir nochmal um. Wie gesagt, an der Stelle, ihr könnt ja nochmal eure Einschätzung geben, was ihr meint. Weiter mit dem Krüger streuen oder doch einmal was anderes suchen. Ich meine, wie gesagt, der Krüger, der ist dann im Endeffekt fast neuwertig. Ich meine, die Entscheidung liegt schlussendlich mit Sicherheit bei mir.
was ich dann mache. Wenn ich was anders kriege, dass ich mir was anders schule, oder wenn ich sage, na, ich, das alte Ding, das funktioniert ja doch irgendwie und man möchte doch damit weitererben. Puh. Aber wäre trotzdem einmal nochmal interessant, eure Einschätzung zu hören, was ihr meint, was ihr denkt. Ja, und dann würde ich an der Stelle jetzt auf alle Fälle mal ein schönes Wochenende wünschen. Und ja, wir hören uns dann mal gucken, vielleicht Samstagabend, weiß ich noch nicht. Oder halt, ja, irgendwie vielleicht nochmal am Wochenende, spätestens dann am Dienstag. Also bis die Tage, ich wünsche euch was. Servus!